Ich werde die Karriere von Niklas Wilson Sommer spielen. Er ist zwar leider nicht mehr offiziell in FIFA vertreten, aber ich habe ihn erstellt und wir schauen, was wir alles erreichen können. Für die Karriere setzen wir uns natürlich wieder drei Challenges. Und zwar die erste Challenge ist es, wieder den Aufstieg zu schaffen in die erste Liga diesmal. Dann die zweite Challenge ist es, einen Titel zu gewinnen. Und die dritte Challenge ist es, einfach ein 80er Rating zu erreichen. Ich bin gespannt, ob wir das erreichen können und dafür wird er natürlich beim Club starten und zwar bei Nürnberg wird er die Challenge bestreiten und auch hoffentlich den Aufstieg in die erste Liga schaffen. Dafür, dass er auch sein Rating verbessert von einer 64 auf eine 80, werden wir ihn als defensiven Flügelverteidiger trainieren, sodass er Tempo, Verteidigung und Physis sich verbessert. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Nürnberg und Willi natürlich hinten rechts gesetzt. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé und Robert Lewandowski. Und Erling Haaland konnte sich seinen ersten Ballon d'Or-Titel sichern. Die Saison ist vorbei und wir schauen auf die Tabelle. Nürnberg ist am Ende auf dem 11. Platz gelandet im Tabellenmittelfeld. Relativ solide, nichts mit dem Abstieg, aber auch nichts mit dem Aufstieg leider zu tun. Und ich würde sagen, erstmal solide erste Saison. Im DFB-Pokal sah es nicht so gut aus. Dort ist man nämlich direkt in Runde 1 gegen Paderborn ausgeschieden mit 2:0. Interessant auch zu sehen, Osnabrück hat es tatsächlich bis ins Halbfinale geschafft. Dort sind sie aber dann gegen Dortmund gescheitert. Und am Ende im Elfmeterschießen konnte Leverkusen sich den DFB-Pokal sichern gegen Dortmund. Währenddessen hat Manchester City die Champions League im Finale gegen Barcelona gewonnen. Natürlich interessiert uns am meisten, wie hat sich Willi geschlagen? Und zwar 19 Einsätze konnte er am Ende der Saison einbuchen. Dabei ist ihm sogar auch ein Tor sogar gelungen und er ist hoch auf eine 66, also nichts Weltbewegendes, aber immerhin schon eine kleine Entwicklung. Damit ihr auch in Zukunft keine Spielerkarrieren mehr verpasst, lasst gerne an dieser Stelle eben ein Abo da. Es geht in die zweite Saison und wie ihr schon seht im Hintergrund, und zwar Willi bleibt bei Nürnberg und zwar hat er noch nicht so den Entwicklungsschritt gemacht, damit er zum besseren Verein wechseln kann. Also ist, denke ich mal, Nürnberg noch der optimale Verein, um Spielzeit zu sammeln. An dem Team im Hintergrund hat sich auch nicht viel verändert, aber auf jeden Fall Willi immer noch hinten rechts gesetzt. In dieser Saison werden wir Willi ein bisschen offensiver trainieren und zwar als Flügelverteidiger, dadurch, dass er Passen, Dribbling und Verteidigung vor allem sich dort verbessert und hoffentlich auch ordentlich an Gesamtrating zunimmt. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Phil Foden. Und Erling Haaland konnte am Ende sogar den Ballon d'Or wieder mal verteidigen. Die Saison ist vorbei und es ist eine wahnsinnige Überraschung. Und zwar Nürnberg ist am Ende auf dem 2. Platz gelandet und damit ist der direkte Aufstieg geschafft. Tatsächlich war es schon sehr früh klar, dass man unter den ersten 3 Plätzen gelandet ist, weil Pauli, Nürnberg und Hamburg deutlich vor sind und Hamburg auch mit einer Wahnsinnssaison. Also so haben sie sich auch wirklich das verdient, aufzusteigen. Im DFB-Pokal konnte man sogar auch dieses Mal die erste Runde überstehen und zwar gegen Hannover konnte man mit 3:1 gewinnen. In Runde 2 wartete dann ein Erstligist und zwar Werder Bremen, aber auch die konnte man sogar mit 3:0 weghauen und damit eine Runde weiterkommen. Leider wartete dann aber in Runde 3 auch Borussia Dortmund und da hatte dann Nürnberg auch keine Chancen mehr. Und Dortmund konnte am Ende den DFB-Pokal gewinnen im Elfmeterschießen gegen Leipzig. Währenddessen konnte Paris Saint-Germain die Champions League im Finale gegen Manchester City gewinnen. Natürlich schauen wir noch auf die Statistiken von Niklas Wilson Sommer und zwar 37 Einsätze sind ihm diesmal gelungen. Er hat jedes Spiel von Anfang an gespielt, also wirklich bärenstark. Wieder ein Ehrentreffer ist ihm gelungen. Und ja, er ist hoch auf eine 70, hat einen wahnsinnigen Schritt Richtung die 80 gemacht. Die erste Challenge haben wir erreicht und Willi ist aufgestiegen in die erste Liga. Aber er möchte auf jeden Fall offensiver spielen und zwar in einer Fünferkette. Deswegen hat er sich nach einem neuen Verein umgesucht. Dabei hat ihn sein Kollege Sydney einen Verein empfohlen und zwar dort, wo er am liebsten Urlaub macht und zwar auf Mallorca. Und zwar damit Sydney nicht immer ein Hotel sich buchen muss, sondern bei Willi übernachten kann in Zukunft und damit was sparen kann, hat er ihm empfohlen, Willi, geh doch dorthin. Und hier sehen wir Willi auch im Mallorca-Trikot und zwar 28 Jahre alt und 70er Gesamtrating. Ich bin gespannt, wie er sich zurechtfindet in einem neuen Land. Vor allem, ich glaube nicht, dass er unbedingt Spanisch sprechen kann. Und ja, wir sind gespannt, was möglich ist. In dieser Saison werden wir ihn als Außenverteidiger trainieren, damit er wieder Passen, Dribbling, Verteidigung und auch ein bisschen Physis dazu bekommt. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch die Aufstellung und zwar auch natürlich die gewünschte Fünferkette, damit Willi einfach etwas offensiver agieren kann. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Phil Foden, Raphael Leao, Erling Haaland und Kylian Mbappé. Und Erling Haaland konnte wieder den Ballon d'Or gewinnen und das
zweite Mal ihn verteidigen. Mallorca konnte auch eine wahnsinnig gute Saison spielen für ihre Verhältnisse. Und zwar sind sie normalerweise im Abstiegskampf, aber diesmal ist es einfach am Ende der 6. Platz geworden. Und dadurch hatte man sich sogar für die Europa League in der nächsten Saison qualifiziert. Kommen wir dann noch zur Copa de España. Und zwar in der ersten Runde ist man gegen Valladolid knapp weitergekommen, aber immerhin weitergekommen. Dann wartete aber im Achtelfinale Barcelona und dort ist man dann auch sang- und klanglos ausgeschieden. Am Ende konnte Barcelona auch im Finale deutlich gegen Betis Sevilla die Copa de España gewinnen. Währenddessen in der Champions League konnte Juventus Turin sich im Finale gegen Real Madrid für damals rächen und den Pott mit nach Hause nehmen. Schauen wir dann noch auf die persönlichen Statistiken von Willi und zwar sind ihm diesmal 39 Einsätze gelungen. Also er hat nur ein einziges Spiel in der La Liga verpasst, was ist richtig stark ist für ihn und dabei sind ihm dann auch 3 Tore gelungen und auch 11 Spiele ohne Gegentor. Nach der Qualifikation für die Europa League ist es, denke ich, mal komplett ausgeschlossen, dass Willi wechseln wird und deswegen geht es in die nächste Saison ebenfalls bei Mallorca. Er wird weiterhin als Außenverteidiger trainiert, damit er passend Dribbling, Verteidigung und Physis dazu bekommt. Ihr kennt es ja schon. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Mallorca. Willi ist hinten rechts gesetzt, auf jeden Fall. Ansonsten ist nichts Besonderes. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Vinicius Junior, Rodrigo, Erling Haaland und Phil Foden. Und Rodrigo hat es tatsächlich geschafft, die Strecke von Erling Haaland zu durchbrechen und den Ballon d'Or zu gewinnen. Die Saison ist vorbei und Mallorca hat wieder eine solide Saison gespielt, aber leider war es dann am Ende knapp, dass man die Europa League verfehlt hat und am Ende hieß es dann 7. Platz für Mallorca. Kommen wir zur Copa de España und zwar hatte man dort Pech, dass man direkt gegen Barcelona ran musste, aber man konnte den lange standhalten, aber dann war im Elfmeterschießen Schluss und man ist schon direkt rausgeflogen. Und Barcelona konnte auch wieder die Copa de España sehr deutlich mit 4-1 im Finale gegen Real Sociedad gewinnen. Währenddessen Juventus hat es wieder ins Champions League Finale geschafft, dort hat man aber diesmal verloren gegen Paris Saint-Germain. Uns interessiert ja aber noch, wie hat Mallorca abgeschnitten? Und zwar in der Gruppe H war man in der Europa League vertreten. Dort war es richtig knapp unter den ersten drei. Aber am Ende konnte sich Mallorca auf dem ersten Platz durchsetzen. Im Achtelfinale wartete dann Frankfurt und dort konnte man auch knapp mit 2-1 weiterkommen. Der nächste Brocken wartete und zwar AS Rom. Dort konnte man aber dann im Gesamtergebnis ziemlich deutlich mit 4-1 weiterkommen und man ist im Halbfinale. Im Halbfinale traf man auf Nizza, dort war dann aber leider Schluss und man ist knapp vom Finale ausgeschieden. Die Frage ist aber, wie hat Willi abgeschnitten? Und zwar erst hoch auf eine 76, hat also einen ordentlichen Entwicklungsschub nochmal dazugelegt und das liegt natürlich auch an 51 Einsätze. Also er war absoluter Stammspieler und hat alle Spiele gespielt. Dabei sind ihm 2 Tore und eine Torvorlage gelungen und in 11 Spielen, wo er auf dem Platz stand, hat er kein Gegentor kassiert. Auch wenn Willi sehr glücklich auf Mallorca war und dort auch die optimale Chance bestand, sich weiterzuentwickeln, kam aber ein Angebot aus Deutschland und zwar von Borussia Dortmund, was er unbedingt annehmen musste. Und hier sehen wir Willi auch im gelben Trikot und hier kann er sich auf jeden Fall auch weiterentwickeln und zudem hat er noch die Chance, seinen Titel zu gewinnen, was die letzte Challenge ist. Da er wieder als Rechtsverteidiger auflaufen wird, trainieren wir ihn etwas defensiver und zwar so, dass auf jeden Fall Verteidigung ordentlich gepusht wird. Hier sehen wir auch das Team und zwar Willi natürlich hinten rechts gesetzt. Die ganzen Talente haben sich ordentlich weiterentwickelt und ganz interessant auch Van Dijk war einfach bei Dortmund. Willi hat es auch direkt geschafft, sogar ins Team of the Week zu kommen. Als Rechtsverteidiger steht dort Niklas Wilson Sommer. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Lautaro Martinez, Vinicius Junior, Kylian Mbappé und Rodrigo. Und Kylian Mbappé konnte seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Die Saison ist vorbei und Dortmund konnte am Ende sogar wirklich auf dem ersten Platz landen, hat die Bundesliga gewonnen und die nächste Challenge, und zwar der Titel, ist für Willi abgehakt. Im DFB-Pokal sah es aber überhaupt nicht gut aus. Dort ist man direkt rausgeflogen. Man musste zwar gegen Leipzig, aber trotzdem ärgerlich. Am Ende konnte Leverkusen den Pokal gewinnen und zwar einfach gegen Holstein Kiel im Finale. Schauen wir noch auf Willis erste Champions League Saison und zwar in der Gruppe konnte man sehr deutlich sich durchsetzen mit 5 Siegen und ist weitergekommen zusammen mit Liverpool. Im Achtelfinale wartete dann aber Real Madrid und dort hat man richtig auf den Sack bekommen und ist rausgeflogen. Am Ende konnte Barcelona im Finale gegen Real Madrid gewinnen und sich dadurch den Champions League Titel sichern. Schauen wir noch auf Willis Statistiken und zwar hatte er 43 Einsätze, also wirklich jedes Spiel wieder gespielt. Der Dauerbrenner auf jeden Fall hinten rechts. Ein Tor ist ihm sogar gelungen und er ist hoch auf eine 80 und damit hat er auch die letzte Challenge geschafft. Schaut euch auch gerne noch die letzte Spielerkarriere von Nader El-Jindawi an und lasst gerne ein Abo da.